Da ist er. Das ist aber sehr gut sichtbar. Leute! Ja, eine Sekunde. Etwas zu einfach, oder? Wait! Vorsicht! Runter! Los, lauf! Oh, Mensch! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 3, Drake's Deception. Was ist denn los mit den Wir sind in Syrien. Die machen hier alles kaputt. Bewegung! Und werden beschossen. Da, ein Drahtseil. So kommen wir rüber. Okay. Ups. Ich wollte eigentlich schießen, nicht hier runterfallen. Achtung! Der ist weg. Der ist weg. Ding wird nichts übrig sein, wenn die fertig sind. Wer noch? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh! Na gut. Ja, ja. Mach du doch mal. Immer muss ich alles machen. Hihihi. Spaß. Da ist er. Achtung! Von diesem verdammten Ding wird nichts übrig sein, Mann, wenn die fertig sind. Mann, fall ich denn immer? Die geben nicht auf! Den habe ich eigentlich getroffen, aber egal. Noch einer? Da. Wo ist der? Ich sehe ihn leider nicht. Da. Los, wir müssen weg jetzt. Los, wir müssen weg. Ein Drahtseil. Bereit. Los geht's. Okay, alles klar. Komm schon, Nate! Ich komm ja. Hetz mich nicht immer so. Lauf! Lauf! Komm schon, los, los! Aua! Wo sind wir? Und wo sind die anderen? Wieso verliere ich eigentlich immer meine Waffen? Jetzt ist meine Sniper weg. Wo sind sie? Hey, hey! Hier unten! Alles klar, Leute! Ja, ja, wir suchen einen anderen Weg und treffen euch! Vorsicht! Mist! Hey, Mann, da! Der Turm! Was ist mit Sally und Chloe? Denen geht's gut! Sieh mal, sieh mal. Da ist er. Sehen wir ihn uns an. Nein, das ist keine gute. Und weg ist er. Du bist ja lustig. Wir müssen leise sein. Ja, ja. Ups, hast mich nicht gesehen. Ach komm. Ich fand die Waffe eigentlich gut. Weg hier. Sehr gut gemacht. Los, rein da! Eine Granate! Eine Granate! Eine Granate! Eine Granate! Runter! Runter! Ich sehe den überhaupt nicht. Da ist so einer. Scheiße. Hast du dir so gedacht? Okay. Den kann ich irgendwie nicht sehr gut treffen. Ja, aber... Das ist albern, ey.
läufst so lahm wie so ein Ente. Muss jetzt die Waffe hin. Ach, das war das, wo es eigentlich besser war, wenn man stirbt. Dann hat man eine viel bessere Ausgangsposition. Treibt ihn raus! Pass auf, Charlie. Mit deiner Shotgun. Hast du überhaupt keine Range, Bitch. Aber die anderen leider. Ja, ohne Helm bist du nie mehr so stark. Lustig, dass die nur auf mich schießt. Ich hätte gerne die Waffe. So. Gehen wir mal. Granate! Ja, Granate. Können ganz schön weit werfen. Was hat der denn vor? Also wirklich klug ist die KI hier nicht. Ach, der lebt noch. Hat nur Rückenschmerzen. Oder auch nicht. Hä? Ich bin verwehrt. Und Scheiß im Schießen. Oh Mann, ey. Sehr, sehr komisch. Das habe ich nicht so in Erinnerung, dass die KI sich so merkwürdig verhält. Was haben wir hier? Ein paar Fässer, Granaten, Pistole, noch mehr Fässer, ich meine. Fässer gibt es auf jeden Fall genug hier. Kommen hier noch mehr? Es ist auf jeden Fall eine Map aus dem Multiplayer und im Multiplayer war das nicht so einfach. Ja, ich sehe es. Ich will aber kurz mal noch mal da hinten hin. Gucken, ob da ein Schatz ist. Hier ist ein Loch im Boden. Hier ist gar nichts. Hier ist ein Loch. Ein Brunnen. Ach, du sollst hochgehen. Wo ist denn jetzt die Treppe? Da. Hier sind kein Schätze. Das sieht irgendwie aus, als würde hier noch mehr passieren. Oder? Kein Schatz weit und breit. Was ist hier? Hier vielleicht ein Schatz? Hier ist eine Waffe. Aber auch kein Schatz. Wieso kann man denn hier überall hin? Na gut. Schauen wir noch mal hier. Upala. Auch nichts. Und hier? Irgendwo oben? Na gut, dann nicht. Ich bin sicher, ich habe ihn irgendwo übersehen.
Ja. Ach, das ist Charlie. Ich dachte, wer winkt mir denn da? Wie freundlich. Was ist hier unten? Auch nichts. Komische Sache. Ich komme. Komm, hier lang. Ganz genau. Ganz genau. Da ist das Zeichen. Das ist ein... Ja, oh. Ich wusste, dass das zu einfach wäre. Wart. Vor 1000 Jahren war das kein Lagerraum. Nein, Mann. Wir übersehen etwas. Hey, warte doch mal. Die Statuen, siehst du? Eine hat oben, eine unten. Ja. Sieh mal, oben, unten. Es ist dasselbe Thema, wieder und wieder. Also eine weitere Brotkrume auf dem Weg? Oh, es sieht fast so aus. Gibt es Teleskop? Ja, klar. Danke. Okay. Da ist wieder der Beinlose. Okay. Wonach schauen wir? Hey, da ist das Symbol wieder. Ja, diesmal ist es vielleicht nicht oben, sondern unten irgendwo. Dann muss es etwas mit dem Schloss selbst zu tun haben. Eine Art Zeichen oder Symbol. Wo war denn der wohl mit dem Bein? Ja. Da. Warte. Ja, da. Aha. Wie unten, so oben? Ja. Dann gehen okay. Wir mal runter. Beweg das Visier nach oben. Was siehst du? Ach so. Unten. Oben. Ich sehe nichts hier. Muss ich mich da draufstellen? Vielleicht. Hier sehe ich auf jeden Fall gar nichts. Der nächste Hinweis muss oben sein. Hinter mir ist ja irgendwie nichts. Ich glaube, ich gehe mal da runter, stelle mich da hin. Was machst du? Hier ist es. Okay, anscheinend muss ich doch nicht runter. Na gut. Der nächste Hinweis muss oben sein. Ja. Okay, oben. Dann schauen wir mal. Wonach schauen wir denn eigentlich? Der nächste Hinweis muss oben sein. Ich guck doch, oder muss ich jetzt an den Himmel gucken? Da ist irgendwie nichts, oder? Ah! Stehe ich nicht. Was meint ihr mit oben? Und was ist oben drüber? Und was ist oben drüber?
Ich kapier's nicht, Leute. Wie hoch muss ich denn? Höher geht's nicht. Der nächste Hinweis muss oben sein. Oben. Wonach suchen wir denn eigentlich? Und was ist oben drüber? Und was ist oben drüber? Langsam nervst du mich. Sterne sind es auf jeden Fall nicht. Muss ich denn von hier gucken? Es muss oben sein. Scheint so. Also jetzt mal ernsthaft. Wonach gucke ich hier? Ist doch scheiße. Der nächste Hinweis muss oben sein. Ja, ich weiß es langsam. Oben. Kann man hier ranzoomen? Sieht nicht so aus. Ich weiß auch nicht, wonach ich suchen soll, ehrlich gesagt. Da nicht. Und was ist oben drüber? Und was ist da oben drüber? Kacke ist oben drüber. Was ist denn oben drüber? So, er hat gesagt, und was ist oben drüber? Wir gehen nach oben. Und was ist oben drüber? Ich verstehe es nicht. Hier ist überhaupt nichts drüber. Da? Ja, diese Säulen. Mein Gott. Das muss es sein. Okay, gehen wir rüber und sehen es uns an. Ja, unterwegs treffen wir Sally und Chloe. Sie sind da drüben! Shit! Was? Wo? Wir haben uns! Komm schon, Charlie, wir können hier nicht bleiben! Wir müssen weg! Wow, shit! Wo kam das denn her? Das ist Sally! Sally! Eine Granate! Eine Granate! Kannst du wieder haben. Okay, Sally. So, der ist weg. Hä? Da kommt noch jemand. Okay, der ist schon weg. Wer hat denn die Granate? Oh! Wer hat das geworfen? Eine Granate. Eine Granate! Ha, eine Granate. So. Wo sind noch mehr? Was machst du da, Charlie? Zeig dich. Wie die immer so schön an Charlie vorbeigehen und mich dann nerven. Mhm.
Ist das der letzte, der da drin ist? Ach, der ist rausgesprungen. Ach, hier kommen sie. Noch mehr. Hallo? Ich sehe irgendwie keinen. Da ist noch einer. Mehrere. Kann ich hier hoch? Nee. Scharfschützen im Turm. Die sind zu zweit. Im Turm. Was ist denn da passiert? Da! Wir können die Säulen vom Turm aus erreichen. Ja dann. Nimm mal die. Ich hätte gerne noch Munition. Munition. Nee. Na gut, dann nicht. Ach, wir haben ja Munition. Praktisch. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, ein Loch in der Wand. Komm schon. Mein Schatz. Ein Kreuz. Wen müssen wir einholen? Okay? Ja, zumindest in einem Stück. Geht so. Kommt, ich glaube, wir haben etwas. Wir haben etwas. Wenn ihr okay seid. Gleichfalls. Upsa. So. Hier sind gut. Symbole. Das ist die Wand. Okay, der Eingang zur Gruft sollte irgendwo hier sein. Und? Was sagt der gute Lawrence dazu? Gar nichts. Weiter nichts hier. Und wir sollen es schaffen. Symbolisch ist ein Eingang durch zwei Säulen gekennzeichnet. Toll. Welche? Und ein Eingang zu was? Naja, zu einem anderen Reich. Hier ist doch oben und unten. Eine Opferstätte? Oh, das hört sich spaßig an. Hier steht oben, unten. Ey, steht mir alle weg, ey. Vielleicht um die Ecke. Hier leuchtet der Boden. Ja, okay. Ich konnte hier gerade irgendwie Dreieck drücken. Ach so. Ich kann die Wand anfassen. Charlie? Nein. Geben Sie sie mir. Gut. Das Tagebuch. Danke. Trau niemals Drake. Wo ist eigentlich Charlie? Wer weiß. Nein, nein, nein! Shit. Er ist weg! Was zur Hölle? Hey, Charlie, bist du okay? Charlie? Was zur Hölle? Schaut euch das an. Oh Mann, was soll diese Geheimagenten-Scheiße? Hoffen wir mal, dass die Dosis nicht zu hoch war. Oh nein, 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 nein. Oh Mist. Bleib ruhig, schau mich an. Charlie. Yeah. Los, wir müssen jetzt weiter, okay? Lass mich los.
Hau bloß ab. Okay. Niemand will dich anfassen, Charlie. Was zur Hölle war in dem Fall? Dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat er üble Hallus. Charlie, hör zu. Hey, alles ist Hau gut. Ab. Ha! Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwohin mit. Komm doch einfach mit uns, okay? Ja. Oh nein, der Boden schmilzt. Wir können nicht bleiben. Weiter. Wie? Wir müssen irgendwie den Grufteingang finden. Toll, wie machen wir das? Na, Charlie hatte eine Spur. Ich weiß nur nicht genau was. Der Zauberstab des Magiers. Oh Mann. Ohne sein Tagebuch kommen wir nicht weiter. Lass mich nachdenken. Okay, hermetisch. Vom griechischen Hermes, was Säule heißt. Ja, das wissen wir schon. Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet. Wir haben es missverstanden. Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule. Balance. Was? Das stand in Charlies Buch. Sag ich doch. Die Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen Schwarz und Weiß, Wasser und Feuer, ja. Mann ja. und Frau. Der Mittelweg. Der Mittelweg. Oben und unten. Und damit beende ich die Folge mal und in der nächsten Folge aktivieren wir die Säule oder was auch immer hier dann passiert. Und schauen mal, wie es mit Charlie Cutter weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst vielleicht ein Like da oder noch besser einen Kommentar. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann!